Es gibt nur wenige Spieler, die so lange auf einem so hohen Niveau gespielt haben. Hey, I'm Victor Wojtas, my nickname is Stars and enjoy watching. Der Pole gehörte zu den ganz großen Spielern in Counter-Strike. Guys, please respect them. Der beste Mate, den man haben kann, um eine Kugel für einen abzufangen. Victor Wojtas, aka Tess, ein großer Spieler mit einem großen Herzen. Heute schauen wir auf seine beeindruckende CS-Karriere zurück. Victor begann mit Counter-Strike kurz nach dem Release der ersten Beta-Version im Jahr 1999. Seinen Nicknamen wählte er aufgrund der Zeichentrickserie Looney Tunes. Denn hier gab es Tess, den tasmanischen Teufel, der schnell und stark war. My mind was that, okay, I wanna be like that. I just want to run through my enemy and just own everyone and kind of felt like a good nickname. Zuerst spielte Victor in Internetcafés in Polen, später in Clans wie zum Beispiel Sphere oder Aristocracy. Tess war talentiert in Counter-Strike und spielte schon früh bei internationalen Turnieren mit. Geld konnte er mit Zocken aber nicht wirklich verdienen. Anfang der 2000er Jahre steckte der E-Sport noch in den Kinderschuhen. Für Tess völlig in Ordnung damals. Ihm machte es vor allem Spaß, mit einem Team erfolgreich zu sein. I actually loved playing team games. Whenever it was football, no, handball or basketball, I just liked the feeling about the team. And probably that's what made me going Counter-Strike, because it's a team game and build something with people. And just have someone to laugh with. Anfang 2004 gab es dann einen Paukenschlag in der polnischen Counter-Strike-Szene. Die beiden stärksten polnischen Teams schlossen sich zusammen und bildeten das Team Pentagram. Tess spielte damals für Aristocracy und bei Spexstar spielte ein gewisser Philipp Kupski, besser bekannt als Neo. He was doing a lot of crazy rounds and in some way I was always competing with him. Like I always thought, okay. If he's playing good, I need to play good. If he's doing big plays, I need to do big plays. Mit Pentagram brachte Victor die bislang unbekannte polnische Counter-Strike-Szene auf die Karte. Allerdings hatte das Team mit einigen Line-Up-Wechseln zu kämpfen. Und so wären Neo und Tess im Jahr 2006 fast beim deutschen Team von ID Gaming gelandet. Die Spieler dort, Chrisso, Bat und Gerdi, hatten die Idee, gemeinsam mit den beiden talentierten polnischen Spielern ein deutsch-polnisches Line-Up zu bilden. Doch Tess lehnte ab und auch Neo blieb bei Pentagram. Wenig später wurde dann das legendäre Golden Five Line-Up gebildet, das anschließend seinen Siegeszug in der Counter-Strike-Szene antrat. The whole team was such a package, like Lord and Cuban. Always thinking about throwing you a flash, throwing you a smoke. They like to help other players, right? We had perfect match for inside the team. Everyone of us wanted to really win tournaments. It wasn't like we only wanted to get salary from like organizations or something like that. Our main goal was always like we want to win these tournaments and we want to prove that we are better than, for example, Swedish guys or any other country. Man muss sagen, das polnische Team war sehr gut, weil sie sehr viel Zeit investiert haben. Während deutsche Teams vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden, haben die 10 Stunden am Tag gespielt zusammen. Also das war ein riesengroßer Unterschied. I think that they came out of like pure skill and then they were like starting to develop themselves tactically. And of course they like they built the whole Polish scene back then, like being the first like really really competitive team. Victor und sein Team gehörten jetzt zur Creme de la Creme der Counter-Strike-Szene. Die Polen gewannen 2006 zum Beispiel das WSVG-Event in London, die World Cyber Games in Italien und wurden Dritter bei der CPL Winter. Auch 2007 konnten sich die Polen etliche Titel sichern. Sie gewannen beispielsweise den ESWC in Paris und die erste Ausgabe der Intel Extreme Masters. Tess war dabei der Ingame-Leader, der lautstarke Anführer und im Vergleich zu Neo war er auch für seine Emotionalität bekannt. They are for sure different persons. Neo was more quiet, he was more focused on the game and Tess was more like trying to keep the motivation inside the team to scream sometimes and do some
funny stuff? Ja, er passt eher in mein Raster. Deswegen, wir haben ein bisschen was gesprochen. Er hat sich auch immer mit Mates angelegt oder sonst was. Aber die polnischen Jungs waren alle sehr, sehr nett und sehr, sehr gut an ihrem Ding. Aber die haben sehr viel investiert dafür. Der verrückteste Vogel, klasse Leader und wahrscheinlich der beste Mate, den man haben kann, um eine Kugel für einen abzufangen. Natürlich stach bei dem polnischen Team Neo als Aim-Monster und absoluter Counter-Strike-Superstar heraus. Doch Counter-Strike ist ein Teamspiel und auch für Tess ging es immer nur um den Teamerfolg. Many people see Neo, right? Also thanks to him, this team achieved success. But for me, we wouldn't achieve success if not for Cuban and Lord and for Luke. Don't think that we achieve success because of one player. I believe that the special thing was about the whole team. In den kommenden Jahren spielte Victor unter anderem unter der Flagge von Meet Your Makers, den Frag Executors und Again. Im Jahr 2011 wechselte er dann mit seinem Team zum deutschen Clan ESC Gaming. Bis zum Ende von Counter-Strike 1.6 konnte sich Tess etliche Titel sichern und Preisgelder in Höhe von rund 142.000 Dollar einfahren. Anschließend wechselte er zu Counter-Strike Global Offensive und lief hier unter anderem für Virtus Pro auf. Bei der Organisation war Christian Lenz Teammanager und gleichzeitig der Roommate von Tess. Er hat immer dafür gesorgt, dass es den Leuten gut geht. Als Person wahrscheinlich der wichtigste E-Sportler, mit dem ich je gearbeitet habe. Für mich und der professionellste. Mit Virtus Pro konnte Victor im Jahr 2014 direkt einen Major-Titel gewinnen. Und das in der polnischen Heimat. Beim Turnier in Katowice gewann Virtus Pro im Finale gegen die Ninjas in Pyjamas. Trotz des Erfolgs war es Tess wichtig, dass nicht nur die Spieler geehrt werden, sondern auch das Team hinter den Kulissen. Es gab dann 5 Medaillen und dann ist Tess hinter die Bühne gegangen und ist polternd da rumgelaufen und hat mir noch eine Medaille besorgt. Und das werde ich ihm auch nie vergessen, weil das Schmuckstück habe ich heute noch. Auch wenn das eine ganz normale Medaille ist, das war der größte Titel, den ich je mit einem Team gewonnen habe. Und der hat mir auch so ein bisschen die Bestätigung gegeben, dass es nochmal wert ist, halt die Zeit dafür zu investieren mit den richtigen Leuten. Spannend an Victor ist deshalb auch die persönliche Entwicklung. Denn ganz ehrlich, in Counter-Strike 1.6 war er nicht unbedingt der Spieler, der sich auf dem Server durch Fairplay auszeichnete. If you watch my early days of 1.6, you can see everything, but not sportsmanship. Like I was screaming at people. I was trying to do anything what is possible during the game for other people to be distracted and for my team to be pumped. But I think that it's just for me that what's during the game is during the game, and after the game, win or lose, when you are face to face with someone, you need to respect the guy who just beat your ass. Und genau diesen Respekt zeigte Tess auch im Jahr 2015 beim ESL One Event in Köln. Er verlor zwar mit Virtus Pro im Halbfinale gegen Fnatic, doch gewann anschließend viele Sympathien, da die Fans von Virtus Pro Olaf Meister von Fnatic ausbuhten. Guys, please respect for the finalists, second finalists, please respect them. Amazing words from Taz, amazing words, that's what makes this sport great. I didn't think about what will happen. I didn't even thought that people was like go quiet. I didn't see the stadium. I at this moment I only saw OJ Borg and Alfmeister and I heard the noise and I was like, that's wrong. That for me was the biggest like wake up call. We are actually role models. Bis zum Jahr 2018 blieb Tess bei Virtus Pro. Es war seine erfolgreichste Zeit in Counter-Strike Global Offensive. Anschließend spielte er unter anderem für Team Kinguin, Aristocracy und Honoris. Am 31. März 2023 kündigte er dann seinen Rücktritt als aktiver Spieler an. It was my whole life. It's all on Forest. He gets the first. He doesn't get the second. Tess has delivered in front of the home crowd. That's my life. Like, esports is my life. The career is my life. I started when I was 14 years old. So
I don't know anything else as good as I know esports, and I think that there is a lot of knowledge that I could give back, and there is a lot of knowledge I could actually share with people. Dem E-Sport möchte Viktor auch weiterhin erhalten bleiben. Das hat mir im Interview verraten. Und eines ist ganz klar. Es gibt nur wenige Spieler, die so erfolgreich in Counter-Strike waren wie Viktor Wolters, aka Tess.